Hey, Führer, da will noch einer mit. Das ist nicht gut möglich. Wir sind voll besetzt. Oder haben Sie was vergessen, Fräulein Knopf? Nein, nein, nein. Hans! Hans, pass doch auf! Sind Sie verrückt? Machen Sie die Tür zu! Um Himmels Willen, wo fährst du denn hin? Ach, ist ja egal. Hauptsache, ich hab dich noch erwischt. Ilse, ich hab's mit der Zeit nicht geschafft. Ich hatte noch eine kranke Katze. Nicht, dass du denkst, dass sie die einfach so wegfahren lassen. Und Ilse, hör zu, was das Wichtigste ist, damit du das nicht wieder in den falschen Hals kriegst. Ach, zu spät. Verdammt nochmal. Heute geht aber auch alles schief. Ich verstehe dich nicht. Hans! Ilse, fang auf, was zum Knabbern. Die Polizei ist des Bürgers Freund. Guten Tag, Ihre Fahrzeugpapiere bitte. Hier, bitte. Aber Herr Wachmeister, in diesem Fall müssen Sie schon mal ein Auge zudrücken. Bei mir ist normalerweise immer Verkehrssicherheitswoche. Aber in dem Bus da sitzt meine Braut drin. Die fährt nach Italien. Und wenn ich die bis München nicht eingeholt habe, gibt es die schrecklichsten Missverständnisse, Herr Wachmeister. Sie kennen doch die Frauen, Herr Wachmeister. Sowas ist dann nie wieder in Ordnung zu bringen. Auch wenn man es gut gemeint hat. Zu guter Letzt hat man dann doch alles falsch gemacht. Ja. Das rote Licht überfahren, Hubverbot nicht beachtet, ja. Geschwindigkeit überschritten, falsch überholt. Und jetzt aber stehen Sie auch noch im Haltverbot. Ja, mein lieber Krause, die vierte Herde in diesem Sommer, die wir nach Italien schleppen. Lieber Gott, bewahre mir den Humor, gib mir Geduld, Sonne, die vorbestellte Anzahl Einzelzimmer und möglichst wenig Klagen. Amen.